Herzlich willkommen zur Viertelstunde. Bist du schon mal jemandem so richtig auf den Leim gegangen? Ich muss gestehen, mir ist das vor einiger Zeit mal so gegangen, als ich am Telefon ein Zeitschriftenabo bestellt habe, in dem Glauben, dass es ein kostenloses Probeabo war. Aber dieses kostenlose Probeabo hat sich dann schließlich als teures Jahresabo herausgestellt und ich habe nicht so genau hingehört und bin so ein bisschen abgezockt worden. Das war ziemlich ärgerlich und auch teuer, aber ich habe was dabei gelernt. Schließe nie am Telefon einen Vertrag ab. Was diese Täuschung, der ich da unterlegen bin, mit unserem Text zu tun hat, das erfährst du, wenn du 1. Johannes 4 aufschlägst und dann die Verse 1 bis 6 liest. Dort warnt Johannes seine Briefempfänger auch vor einer Täuschung. Johannes warnt vor einer Täuschung. Er warnt seine Briefempfänger vor dem Geist des Widersachers, vor dem Teufel, der sich in falschen Propheten zeigt. Er schreibt in Vers 1, glaubt nicht einfach allen, die behaupten, vom Geist erfüllt zu sein. Prüft vielmehr, ob sie aus dem Geist Gottes herausreden. Denn es gibt viele falsche Propheten in dieser Welt. Prüfen schön und gut, aber wie sieht diese Prüfung aus? Er schreibt weiter in Vers 2, ihr könnt den Geist Gottes daran erkennen, dass jemand bekennt, Jesus Christus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Wer das tut, der hat den Geist, der von Gott kommt. Lasst euch nicht täuschen, ruft er seinen Brieflesern zu. Lasst euch nicht blenden, lasst euch nichts Falsches andrehen. Aber was ist eigentlich das Problem, der Grund, warum schreibt Johannes das? Ich meine, Jesus ist doch der Mensch gewordene Gott. Das ist doch die Basis unseres Glaubens. Das bekennen wir und glauben es. Um das zu verstehen, muss man sich die Situation damals anschauen. Da gab es Menschen, die gesagt haben, dass ein himmlischer Christus die Menschen aus der Finsternis retten will. Um das zu erreichen, verbindet er sich mit dem geschichtlichen Jesus, um diese Botschaft zu vermitteln. Aber er geht nicht ans Kreuz, er leidet nicht und stirbt. Ein Himmelswesen, so ein himmlischer Christus, das passt doch nicht zusammen, leiden und sterben. Aber genau das ist für Johannes elementar. In seinem Evangelium lesen wir ja, dass das Wort Fleisch wurde, also menschliche Existenz annahm und darin auch ins Leiden ging und schließlich starb. Jesus ohne Leiden und Sterben ist, in unserer Sprache gesprochen, das ist so wie Fußball ohne Ball. Sinnlos. Dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist, macht klar, ob ein Prophet im Geiste Gottes spricht oder im Geist des Widersachers, des Teufels, der Gott nicht als Gott anerkennen will. Dieses Bekenntnis spielt in der damaligen Zeit eine elementare Rolle und soll den jungen Christen eine klare Hilfe sein, zu unterscheiden. Johannes warnt sie, sich nicht täuschen oder sich etwas aufschwätzen zu lassen, so wie ich mit diesem Zeitschriftenabo. Wenn jemand sagt, Jesus Christus ist nicht der Mensch gewordene Gott, dann hört nicht auf ihn. Das ist nur die halbe Wahrheit. Und das ist es bis heute. Jesus ist ein großartiger Mensch gewesen. Ein fantastischer Geschichtenerzähler, ein einfühlsamer Zuhörer, ein erstaunlicher Wundertäter, ein charismatischer Verkündiger. Ja, das alles stimmt. Und das ist eine Seite an Jesus, die Menschen bis heute absolut beeindruckt, und zwar völlig zu Recht. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Das Entscheidende ist, dass Jesus Mensch geworden und für unsere Schuld alles gegeben hat. Er ist ans Kreuz gegangen, hat gelitten, ist gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Wer das bekennt, der hat den Geist Gottes. Wer so von Jesus spricht und eben nicht nur vom Geschichtenerzähler, dem Zuhörer, dem Wundertäter und Verkündiger Jesus, der hat das Entscheidende begriffen. Der hat, so hat es mal jemand gesagt, die besten Gene in sich. Der hat das Entscheidende begriffen, hat sich nicht täuschen lassen von Halbwahrheiten. Der hat den Geist Gottes in sich, den Geist der Wahrheit. Der hat die falschen Propheten besiegt, so sagt es Johannes in unserem Text. Und darum, Jesus gibt es nicht ohne Leiden, ohne Sterben und seine Auferstehung.
Und diese Erkenntnis, die hat die Kraft, unser Leben komplett zu verändern, zum Guten zu verändern. Darüber schreibt Johannes in den folgenden Versen. Ich lade dich ein, noch einmal deine Bibel aufzuschlagen und im 4. Kapitel die Verse 7 bis 21 zu lesen. Vermutlich ist dir beim Lesen aufgefallen, dass die Worte Liebe oder Lieben extrem oft vorkommen. Fast 30 Mal. Das ist echt enorm. Sie kommen deshalb so oft vor, weil es hier um ganz zentrale Aussagen im ersten Johannesbrief geht. Die Erkenntnis nämlich, dass die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, unsere gesamte Existenz verändert. Von dieser Veränderung, die die Liebe Gottes bewirkt, schreibt Johannes in den Versen 7 bis 21. Und darum jetzt vier Fakten über die Liebe Gottes. Das erste, Gottes Liebe schenkt neues Leben. Als Menschen leben wir getrennt von Gott. Eine Trennung, die endgültig und unumgänglich scheint. Wir haben es nicht verdient, zu Gott zu gehören. Aber weil Gott Mensch wird, weil seine Liebe zu uns größer ist als alle Fehler, die wir je machen können, hält es ihn nicht im Himmel. Er wird Mensch. Er stirbt für unsere Fehler am Kreuz und schenkt uns damit neues Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Undenkbar. Unfassbar. Unmöglich. Und doch wahr. Als Teenager war ich auf einem Zeltlager für Jungs am Bodensee. Wir waren eine starke Truppe und fühlten uns wie die Könige der Welt und benahmen uns dementsprechend. Das kam nicht bei allen gut an. Ehrlich gesagt kam es bei ziemlich niemandem gut an. Aber wir fanden uns toll. Wir haben im Rückblick gesehen viele Dinge falsch gemacht. Als ich 18 Jahre war, zu alt, um nochmal als Teilnehmer dabei zu sein, traf ich eines Tages zufällig den Lagerleiter. Dass er nach den Erlebnissen auf dem Lager überhaupt noch ein Wort mit mir und nicht gleich die Straßenseite wechselte, das tat ich als reine Höflichkeitsmaßnahme ab. Als er mich dann noch fragte, ob ich nicht Bock hätte, als Mitarbeiter aufs Lager mitzugehen, hielt ich es zunächst für einen schlechten Scherz. Aber er meinte es ernst. Und nahm mich ernst, weil er mich nicht aufgrund meiner Vergangenheit beurteilen wollte, sondern bereit war, neu mit mir anzufangen. Dieses Erlebnis ist für mich zu einem Bild geworden, was Gottes voraussetzungslose Liebe bedeutet. Sie schenkt neues Leben und ermöglicht unabhängig von allem, was war, neue Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft fördert eine Transformation in meinem Denken und Handeln. Weil Gottes Liebe mich überwältigt, ermöglicht sie auch eine Liebe zum Nächsten. Der zweite Fakt. Gottes Liebe ermöglicht Liebe zum Nächsten. Für Johannes ist die Liebe zum Nächsten ein Merkmal, ob wir Gott kennen oder nicht. Er schreibt, ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Und schließlich, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Was Johannes hier schreibt, das ist schon eine echte Herausforderung. Die Liebe zu meinen Mitmenschen als Gradmesser dafür, ob ich Gott kenne oder nicht. Ganz ehrlich, wenn das der Maßstab ist, dann muss ich zugeben, ich kenne Gott nicht. Denn meine Liebe zu meinen Mitmenschen, die lässt so oft zu wünschen übrig. Es ist eben nicht so, wie es in diesen Versen steht. Wunsch und Wirklichkeit liegen bei mir oft meilenweit auseinander. Und ich vermute, dass Johannes das schon damals wusste, dass wir dazu nicht immer fähig sind. Aber warum schreibt er es dann? Was steckt dahinter? Ich glaube, dass er schlicht und ergreifend sagen will, wenn du in deinem Leben begriffen hast, wie groß Gott in seiner Liebe zu dir war und ist, dann verändert dich das so sehr, dass du deine Mitmenschen in der Weise lieben willst, wie du es von Gott her erfahren hast.
Und dann fängst du plötzlich an, um diese Liebe zu ringen, für sie zu beten, jeden Tag neu. Wie Gott mir, so ich dir. Wie wäre das, wenn wir so jeden Tag neu betend starten? In großer Dankbarkeit für die Liebe Gottes und der Bitte um die Fähigkeit, diese Liebe weiterzugeben. Es geht hier um eine innere Haltung, die dann nach außen spürbar wird. Nicht um etwas zu erfüllen, damit wir bei Gott angesehen sind, das wird sowieso nicht funktionieren. Aber was für eine Macht hätte das auf dein Umfeld, wenn Menschen merken, du liebst sie, du nimmst sie an, du tust Dinge, die sie nicht erwarten, du lebst in einer Haltung der Gnade. In Zeiten des Mitgliederschwundes der großen Kirchen brauchen wir Christen, die der Sehnsucht von Menschen nach Sinn, nach Liebe, nach Halt, nach Annahme und Geborgenheit durch gelebte Liebe begegnen. Es geht nicht um Mitgliederzahlen, sondern darum, ob Menschen die Liebe Gottes bei und durch uns erleben. In dieser Art zu lieben, lieben zu leben, kommt etwas Drittes zum Ausdruck, was die Liebe Gottes in uns bewirkt. Sie schafft eine Verbundenheit. Wer Gottes Liebe entdeckt und sie weitergibt, der spürt etwas von der Verbundenheit mit Gott. Im Glauben an ihn sind wir auf untrennbare Weise mit ihm verbunden. Es geht nicht um ein Erfüllen, um die Verbindung zu halten, sondern um ein Erleben, welchen Wert diese Verbindung hat. Und dass im Unterwegssein mit ihm die Verbindung wächst und an Tiefe gewinnt. Wir erleben das doch in Freundschaften, in Partnerschaft, in der Ehe, in der Zusammenarbeit, in Gemeinden, wie sehr der Glaube die Liebe Gottes uns zusammenschweißt und uns verbindet. Ich habe ja eben von dem Lagerleiter erzählt, der mich zu meiner völligen Überraschung gefragt hat, ob ich nicht Mitarbeiter werden möchte. Aus dieser anfänglichen Mitarbeit beim Zeltlager ist eine sehr tiefe Verbundenheit entstanden. Gottes Liebe hat etwas zwischen uns geschaffen, was auf eine ganz eigene Weise zu etwas Kostbarem geworden ist. Im Miteinander über viele Jahre hinweg ist diese Verbundenheit gewachsen und hat Bestand bis heute. Das, was wir im zwischenmenschlichen Bereich erleben, das erleben wir auch in der Freundschaft zu Gott. Indem wir mit Gott leben, in Verbindung mit ihm bleiben, bleiben wir untrennbar mit ihm verbunden. Und diese Verbundenheit durch die Liebe Gottes bewirkt etwas weiteres, nämlich Zuversicht. Johannes schreibt, darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir leben in Zeiten, in denen einem Angst und Bange werden kann. Keiner von uns weiß doch, wohin der Krieg in der Ukraine noch führt. Niemand vermag zu sagen, ob und wann die Corona-Pandemie zu Ende ist. Und was der Klimawandel für unsere Enkel bedeuten wird, kann man wohl nur erahnen. Allein schon diese globalen Themen sorgen für Unsicherheit, für Furcht. Und wenn wir dann in unseren kleinen Kosmos schauen, in unser ganz persönliches Leben, in unser Umfeld, dann sehen wir die unheilbare Krankheit eines geliebten Menschen. Die Sorge um den Arbeitsplatz vielleicht. Die Frage, was aus den eigenen Kindern wird und so weiter. Bis hin zu der Frage, die nicht wenige Christenmenschen umtreibt. Gerade im höheren Alter. Reicht mein Glaube, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen? Johannes spricht von einer Zuversicht inmitten der Furcht. Die Gewissheit, wenn du Gottes Liebe glaubst, wenn du sie für dich in Anspruch nimmst, dann kannst du mit Zuversicht durchs Leben gehen, bis zum letzten Atemzug. Und du darfst dir darin gewiss sein. Und wenn du darin zweifelst, dann nimm es neu für dich in Anspruch. Gottes Liebe gilt dir. Sie schenkt Zuversicht und sie befreit dich vor lähmender Furcht. Und darum, geh zuversichtlich durch diesen Tag und in die Zeit, die vor dir liegt. Weil Gott dich liebt, kannst du dir sicher sein, du gehörst zu ihm
Und er befähigt dich zu lieben, bis zum letzten Atemzug. Und dazu wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen.